Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotha TV. Mein Name ist Sebastian und das hier ist kein Bügeleisen, sondern das ist einer der neuen Schwingschleifer von Bosch. Hier in der 12-Volt-Version, und zwar der GSS 12V13 und hier in der 18-Volt-Version der GSS 18V13. Und das ist so, dass es nicht der 12-Volt nicht immer diese Form hat, die Delta-Form, und der 18-Volt nicht immer, sondern man kann das hin und her tauschen. Kommen wir gleich dazu. Super Sache, alles schön. Aber wo kommen wir eigentlich her? In der Vergangenheit, ich glaube im Jahr 2016, in einem Land vor unserer Zeit, kam dieses Gerät raus, und zwar der GSS 18V10. Und genau dieses schöne, kleine, kompakte Gerät war relativ neu, auch damals, als ich GoTools TV das allererste Mal gemacht habe, im Bereich 2018, glaube ich, war das, aber da ein, zwei Jahre auf dem Markt, und habe ich dazu ein Video gemacht. Nicht lachen! Nein, nicht in die Kommentare schreiben. Ich verlinke sie trotzdem mal hier oben. Das war noch alte Zeiten. Das war, glaube ich, vor 10 Kilo oder so. Nein, Spaß beiseite. Das war wirklich vor langer, langer Zeit. Und da war es geht noch relativ neu und auch recht innovativ. Und in der Zwischenzeit hat aber Bosch einen, wir gucken uns das jetzt auch gleich nochmal an, eine neue Philosophie rausgebracht. Und zwar in der Zwischenzeit kam Folgendes. Und zwar kamen diese beiden Geräte hier. Ja? Die heißen, glaube ich, GEX. Ich tue mich mit dem Namen hier immer. GEX irgendwas. Die heißen GEX. Genau, der GEX 12V 125 oder 18V. Und die Philosophie ist, Bosch bringt einfach ein nahezu baugleiches Gerät raus mit nahezu identischen Leistungsdaten in 12 Volt und in 18 Volt. Und genauso haben sie es jetzt auch wieder gemacht beim GSS. Und zwar haben wir das Ganze hier in 12 Volt und in 18 Volt. Aber wo kommen wir her? Und warum steht übrigens im Titelbild hier oben, das wollte keiner haben? Und zwar dieses Gerät hier, der alte GSS 18V10, war gut, aber irgendwie passte das nicht. Warum war aber eigentlich gut? Und zwar ist es so, dass er einige Dinge hatte, wo ich sage, echt cool eigentlich und ich würde sogar sagen, ja, relativ innovativ vielleicht nicht, aber zumindest cool. Erst einmal, wir können ja ganz normal unser Papier drauf machen. Ja? Standardpapier machen wir drauf, hält super. Okay. Aber wenn du zum Beispiel irgendwelches Schleifpapier hast, irgendwelches, erstmal völlig egal, schneidest du es hier so grob in Form, hier an der Seite, schneidest du es hier auch mal grob in die Länge, dass du Folgendes machen kannst. Du nimmst hier diesen einen Hebel, so, packst ihn hier runter, kannst hier das Ganze einklemmen, klemmst es fest und es geht schon ordentlich fest. Auf der anderen Seite haben wir hier die Absaugung, kommen wir gleich dazu, haben wir den zweiten Hebel, können wir es hier ran tun und fertig, schon haben wir hier Schleifpapier drauf. Ist ja eine super Sache. Aber jetzt haben wir ein Problem, nämlich das ist jetzt flächig und die Absaugung funktioniert nämlich nicht mehr. Denn wir haben hier Folgendes, der Motor dreht, hat hier so eine saugende Kraft über so ein kleines, ja, wie nennt man das eigentlich, Windrad? Naja, Quatsch. Also auf jeden Fall wird hier die Luft nach oben angezogen, wird dann hier nach hinten durch oder in diese Absaugung reingebracht. Oder beziehungsweise in den Auffangbehälter. Und das klappt nicht, wenn hier keine Löcher drin sind. Und dafür war es damals schon so beim 10er, dass wir hier so eine Stanze hatten. Und zwar, wir konnten jetzt hier einfach das Ganze aufsetzen und zack, stanzen. So, und dann waren hier Löcher drin. Das wurde damals mit dem GSS 18V10 eingeführt. Das haben die heute hier aber auch. Denn wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Teller anzubringen. Wie zum Beispiel diesen Teller hier. Ja, den können wir hier einfach anschrauben. Wir können aber auch diesen Teller hier, den wir hier haben, anschrauben. Wir können aber auch den hier, der kommt euch spätestens jetzt bekannt vor, hier einfach dran schrauben und können damit genau dasselbe machen. Ja? Und haben hier also immer noch dieselbe Vorrichtung und können auch hier normales, herkömmliches Klett nehmen. Aber was war das Problem hier bei dem? Nummer eins, einige von euch haben damals schon geschrieben, den kann man ja gar nicht richtig absaugen, da gibt es ja gar nichts für. Wir haben offiziell bei Bosch gefragt, was nimmt man denn dafür? Und es gibt kein offizielles Teil. Wenn man beim Bosch Support aber nachfragt, gibt es genau dieses Teil, das kann man kaufen. Wir verlinken es euch auch unten mal in der Produktbeschreibung. Da findet ihr übrigens auch alle Geräte, auch alle Preise. Zum Thema Preise kommen wir nochmal. Und da kann man Folgendes machen, man führt das hier ein. So, und dann kann man hier entsprechend seine Absaugung hinten draufstecken. Ja, wird wahrscheinlich gut funktionieren. Haben wir noch nicht ausprobiert. Macht aber erstmal so einen ganz guten Eindruck. Ich finde das hier, das hält nicht so gut. Wahrscheinlich muss man das ein bisschen einkleben. Oder mit Panzerband. Wie auch immer. Es mag funktionieren. Ach so, und für euch für die Erklärung. Jetzt hier, das hier passt natürlich hier hinten wieder drauf. Boah. So.
dann da rein. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie keine so gute Idee. Ihr merkt schon, das kommt so leicht ab. So, und was war aber das Problem von dem Gerät? Das Problem war nicht, dass die Abtragsleistung jetzt wirklich schlecht war, sondern das Problem war, ihr wart sehr weit weg vom Werkstück. Man merkt immer wieder, je weiter, je höher du kommst und umso weiter du weg bist vom Werkstück, hast du zwei Probleme. Nummer eins, du brauchst mehr Kraft im Arm, um das Ganze ordentlich zu halten. Und es wird auch schneller unruhig. Es macht keinen so richtigen Spaß, damit zu arbeiten. Man kann das sehr gut bei Exzenterschleifern merken. Bei Exzenterschleifern, gerade bei denen hier, bei den 125er, hier als 18 Volt, ist es so, du bist sehr nah. Schau mal hier, wo meine Finger sind und wo hier unten das Werkstück ist. Das ist echt nah beieinander. Dadurch hast du nur die volle Kontrolle und kannst richtig schön arbeiten. Wie schnell die sind, wirst du nachher noch sehen. Und das macht richtig Spaß. Das ist, es gibt auch Exzenterschleifer, da sitzt du die Hand nicht hier, sondern hast du die Hand hier oben. Macht keinen Spaß. Also im Verhältnis dazu macht das wirklich keinen Spaß. So, und hier war es aber so, dass du relativ weit weg warst und das hat sich, man konnte es damit arbeiten, das war auch alles okay, aber es war nicht so schön, wie du es inzwischen von den modernen Geräten gewohnt warst. Und da konnte man übrigens auch schöne Sachen machen, wie das hier. Das fand ich, ich finde sowas lustig, muss ich ja mal sagen. Da kann man zum Beispiel sowas machen wie das hier. Hat man einen schönen Ständer. Aber für mehr war es dann doch nicht gut, dass es lustig aussieht hier. Ja? Und so gibt es mal um. Das ist natürlich dafür gedacht, um die kleineren Akkus da drin zu haben, wie den hier. Und da, auch da geht es so halbwegs. Aber irgendwie bin ich mit dem Gerät wirklich nie richtig warm geworden. So. Und dann kamen jetzt unsere neuen Geräte. Und vielleicht ein Hinweis zwischendurch. Von den beiden hier habe ich natürlich auch ein Video gemacht. Auch das verlinke ich dir mal hier oben, das ist ein bisschen neuer. Wir haben das auch mit anderen Exzenterschleifern jeweils verglichen und auch geguckt, welcher ist stärker, welcher schwächer und so weiter. Sehr interessant. So, und jetzt kamen unsere neuen Geräte hier raus. Und zwar haben wir jetzt diese beiden, und zwar die GSS 12V13 und 18V13. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? 12 Volt, 18 Volt, nicht Spaß. Also der hier, der hat ein klein bisschen weniger Leistung als der hier. Also der 12 Volt hat ein bisschen weniger Leistung als der 18 Volt. Aber dafür, dass es ein 12 Volt ist, das ist ein 18 Volt, eigentlich nicht ein echtes Problem. Was man aber sieht ist, wir haben hier genauso wie beim GEX ein Metallgehäuse. Was schon dafür spricht, okay, hier ist ein bisschen mehr Ernst dabei. Und wir haben hier das Metallgehäuse aus so zwei, drei Gründen. Nummer eins, es soll einfach allgemein robuster sein. Nummer zwei, sicherlich wird hier auch ein bisschen die Motorkühlung gefördert, in der Form, dass wir hier Metall haben und haben hier dadurch ein bisschen besseren Abtransport. Nummer drei, es steht auch besser. Weil ich denke, wenn das Ganze hier zu leicht wäre, aus Kunststoff wäre, hätten wir wieder einen Schwerpunkt, der mehr nach hinten ziehen würde. Aber hier mit dem 4 Ampere pro Core steht das Ganze eigentlich ganz solide hier rum. Apropos 4 Ampere pro Core, das Gerät ist angegeben mit diesem Akku, dass es rund eine Stunde läuft. Das finde ich schon ganz schön krass. Ich überlege mal, eine Stunde mit diesem Akku, Wahnsinn, oder? So, jetzt haben wir den hier in der Form mit Metall. Hier ist es ohne Metall, funktioniert aber in beiden Fällen, die gehen jetzt nicht kaputt. Ja? Aber hier müsst ihr darauf achten, wenn ihr zum Beispiel einen Akku einsetzt, wenn ihr den hier so nutzt, dann fällt er um. Aber dafür könnt ihr das machen. Bin ich gespannt. Schreibt doch mal in die Kommentare, würdet ihr den 12 Volt eher mit einem 6 Ampere oder mit einem 3 Ampere betreiben? Ja, mit einem 6 Ampere, wenn ich mich richtig erinnere, läuft der eine Dreiviertelstunde. Was immer noch eine ganze Weile ist, also die man da vor sich hinschleifen kann. Und jetzt ist es so, dass ihr hier ja das Gerät habt und habt hier eure vier Schrauben. Diese vier Schrauben löst ihr einfach und dann könnt ihr hier jetzt zum Beispiel diesen Aufsatz einfach aufsetzen und könnt damit dann entsprechend arbeiten. Habt also ergo hier diesen Aufsatz oder habt jetzt hier den Aufsatz, um entsprechend hier wieder mit Klett zu arbeiten. Finde ich eigentlich sehr clever und diese Aufsätze bekommst du auch jeweils mit dazu. Das heißt, wenn du den 12 Volt kaufst oder wenn du den 18 Volt kaufst, jeweils alle Aufsätze mit dabei und kannst ihn mal so und mal so nutzen. Das heißt, du hast quasi einen Delta-Schleifer und einen normalen Schwingschleifer in einem. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht, jetzt wollten wir das Ganze mal ausprobieren. Wir wollten einfach wissen, wie schlagen die sich denn eigentlich gegen die neuen Geräte, gegen die alten Geräte, also gegen den 10er, aber auch gegen die GEX, also auch die 12 und 18 Volt GEX.
und haben Folgendes gemacht. Wir haben hier ganz normal immer ein standardisiert großes Stück Multiplex genommen und haben hier Prüfpulver drauf gemacht. Und dann haben wir losgelegt und haben erstmal gesagt, okay, als allererstes muss jetzt der GSS dran und muss mal schauen, was schafft er dann. Unser alter GSS 18V10. Und haben hier einen Wert von 1 Minute und 20 Sekunden, um die gesamte Fläche hier entsprechend sauber zu machen. Was ich ehrlicherweise auch gar nicht lang finde. Also sauber in Anführungsstrichen. Das geht jetzt nicht darum, dass das Ganze jetzt hier wieder original aussieht, weil Prüfpulver geht so tief in das Material, dass es da, das wird so nicht funktionieren. Also wir könnten das machen, das dauert aber dann viel, viel länger. Und dafür ist nicht da. Sondern wir wollen einfach nur gucken, sind wir in alle Ecken und Kanten gekommen, hat das alles soweit funktioniert. Minute 20, dann haben wir genommen den 18 Volt und hier sind wir gekommen auf 1 Minute 10. Das ist schon ordentlich, ja? Also 10 Sekunden schneller. Was wir aber gemerkt haben, das Gerät ist viel handlicher, es macht viel mehr Spaß, ist viel, wie kann man das sagen, es ist einfach, es ist besser zu führen, das kann man, glaube ich, am besten sagen. Und du hast viel mehr Kontakt jetzt wieder zum Material nach unten und du hast es einfach mehr unter Kontrolle. Und ich glaube, auch wenn du lange, länger damit arbeitest, schaffst du eine Stunde, bis zu eine Stunde, dann hast du folgenden Vorteil, du kannst es besser greifen, du ermüdest auch nicht so schnell. Hier hast du wirklich viel, viel eine größere Fläche. Das ist über lange, lange Zeit nicht so gut machbar. Haben das genommen, dann haben wir als nächstes den 12 Volt genommen, natürlich mit dem anderen Aufsatz. Und was ist passiert? 3 Sekunden langsamer. Du siehst also, zwischen den beiden Geräten ist fast kein Unterschied. Es macht genauso viel Spaß, mit dem 12 Volt zu arbeiten und das ist auch für dich super. Und ich finde diese Philosophie von Bosch wirklich gut, dass sie sagen, ist egal, was du hast. 12 Volt, 18 Volt, kein Thema. Nimm, was für dich besser ist, was du vielleicht eher benutzen möchtest, was du eher schon im Bestand hast. So, und dann kommen natürlich unsere beiden Branchenprimusse, und zwar die Exzenterschleife. Und da ist natürlich nochmal eine andere Sache. Beim 12 Volt waren wir bei 1 Minute, also nochmal 10 Sekunden schneller, und beim 18 Volt nochmal auf 54 Sekunden schneller. Das ist natürlich enorm. Jetzt muss man aber sagen, es sind Exzenterschleifer. Exzenterschleifer können wunderschön auch Flächen machen. Ja. Der Unterschied zwischen Exzenterschleifer und Schwingschleifer habe ich schon mal erklärt. Das Video verlinke ich dir auch mal hier oben. Und jetzt ist es so, dass wir natürlich hier beim Exzenter einen runden Kreis haben. Und wo kommen wir damit nicht hin? In eine Ecke. Das funktioniert einfach nicht, da kommen wir nicht hin. Und genau dafür brauchen wir dann ein anderes Gerät, wie zum Beispiel diesen Schwingschleifer, entweder mit dem Aufsatz oder natürlich optimalerweise mit einem Delta-Aufsatz. Und hier siehst du, wie gut das funktioniert. Du kommst einfach in die Ecke, kannst das dann schön dann nochmal machen und könntest dann zum Beispiel auch kombinieren. Du kannst sagen, okay, das Normale mache ich mit einem Exzenterschleifer, um eine schöne Ebene und gleichmäßiges Schleifbild auch zu haben. Und in der Ecke gehe ich dann zum Beispiel auch damit in die Ecke. Einzige Wermutstropfen aus meiner Sicht ist so ein bisschen der Preis. Wenn ich mir anschaue, der hier, ich habe extra mir aufgeschrieben, bei den Preisen, und nochmal, alles findest du unten auch in der Videobeschreibung. Bei den Preisen ist es so, dass der neue 12V13 kostet um die 160 Euro. Das ist schon ganz schön. Und bei dem hier ist es so, bei dem 18 Volt, übrigens, da kann man was Lustiges machen. Schaut mal. Das ist, ich finde es lustig. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das macht. Ihr seht, man kann das auch drauf machen. Und dann könnte man jetzt hier noch ein Schleifpad drunter machen. Dann kann man das, nein, Spaß. Ja, aber schon irgendwie ein bisschen lustig. Und den kann man dann auch hinstellen. So, aber dann ist er ein bisschen teurer. In der Version Solo kostet der 200 Euro. Im Vergleich zum alten, zum GSS 10, 18V10, ist es so, der kostet 130 Euro. Das ist natürlich so eine Sache. Und die GEX kosten sogar noch weniger. Und zwar der 12V125, der kostet 120 Euro. Und der 18V kostet 150 Euro. Das heißt also, die beiden sind aus meiner Sicht noch so ein bisschen im Markt, ein bisschen im Verhältnis teuer zu denen hier. Und ihr müsst euch überlegen, was braucht ihr denn? Brauche ich eher einen Schwingschleifer oder brauche ich eher einen Exzenter? Das ist eure Entscheidung. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Mehr gibt es zu den Geräten eigentlich nicht zu sagen. Sie schwingen und sie schleifen. Ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.